Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Konferenz The Morning After, der Morgen nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl hier in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung. Und ich begrüße Sie auch im Namen unserer Kooperationspartner der Atlantikbrücke und dem German Marshall Fund. Ja, wir sind hier in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin und wir nennen dieses Haus auch die Botschaft des Westens. Wir meinen das nicht nur geografisch, sondern natürlich auch in einem ideellen Sinne. Und tragende Säule dieses Westens sind und waren die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Und deshalb möchten wir uns in diesem Panel genau diesen Beziehungen widmen und die deutsche Perspektive einnehmen und fragen, was die Ereignisse in den USA für uns, also für die deutsche Innen- und Außenpolitik, bedeuten. Und zu diesem Thema haben wir drei hervorragende Gäste auf dem Panel, die übrigens alle drei auch aus Nordrhein-Westfalen stammen. Zunächst begrüße ich den Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Herrn Peter Bayer. Er ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Bayer ist Jurist und hat eine besondere persönliche Beziehung zu den USA, denn Sie, Herr Bayer, haben nicht nur einen Master in Virginia absolviert, sondern auch in den USA bei verschiedenen Kanzleien gearbeitet. Herzlich begrüße ich auch Dagmar Freitag, die stellvertretende außenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Sie ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Frau Freitag hat Anglistik und Sportwissenschaft studiert und ist derzeit gleichzeitig noch die stellvertretende Vorsitzende der USA-Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages. Auch Ihnen herzlich willkommen. Frau Klüver-Ashbrook wird sich zu einem späteren Zeitpunkt aus den USA zu uns schalten. Und dann grüße ich als nächstes in unserer Runde Herrn Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist seit 2017 Vizepräsident und Leiter des Berliner Büros des German Marshall Fund der Vereinigten Staaten und war zuvor Leiter des Planungsstabes im Bundespräsidialamt. Herr Kleine-Brockhoff war unter anderem für die Zeit als Korrespondent in Washington tätig und er ist Autor des Buches Die Welt braucht den Westen. Und insofern freuen wir uns natürlich besonders, Sie hier in der Botschaft des Westens zu begrüßen. Herr Bayer, da Sie etwas früher gehen müssen zum nächsten Termin, möchte ich mit Ihnen beginnen. Und auch wenn es jetzt nicht unbedingt nur die deutsche Perspektive betrifft, eine Frage zur aktuellen Situation stellen. Der amerikanische Präsident hat vor wenigen Stunden getweetet und das dann auch nachher noch in einer Pressekonferenz ähnlicherweise wiederholt. We are up big, but they are trying to steal the election. We will never let them do it. Er hat gerade auch noch angekündigt, dass er zum Supreme Court gehen möchte, um einen Stopp der Auszählung der Stimmen zu beantragen. Wie bewertet die Bundesregierung, wie bewerten Sie persönlich diese aktuelle Situation in den USA und was bedeutet das für Deutschland? Funktioniert jetzt. Wunderbar, vielen Dank. Ja, zunächst einmal danke, dass wir diese Runde machen dürfen in der Botschaft des Westens. Das ist wirklich wunderbar passend. Ich würde noch fragen, der alte oder der neue Westen. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Bemerkung noch, weil das muss schon noch sein. Es ist ein verdammt knappes Ergebnis. Das heißt, wir haben noch gar kein Ergebnis. Und das ist schon ein bisschen ernüchternd. Aber ich glaube, jeder, der auch davon ausging, irgendeiner der beiden aktuellen Kandidaten würde mit einem erdrutschartigen Sieg davonziehen, das wäre auch falsch unterwegs gewesen. Aber im Moment wird nicht weiter ausgezählt, größtenteils in den USA. Wir haben eine kleine Lücke, sodass wir, glaube ich, erst heute Abend unserer Zeit wieder mehr Entwicklungen sehen. Aber zurück zu Ihrer Frage, wie bewertet man das? Wir haben ja schon vorher gesehen, und gehört von Donald Trump, dass er vielleicht das Ergebnis und die Entwicklungen nicht anerkennen würde. Man hat das vielleicht nicht so ganz geglaubt, aber wir sehen jetzt, dass er doch auch nicht nur durch seinen Tweet, sondern auch zu seinem Pressestatement tatsächlich sich so weit hat leiten lassen, dass er dieses auch zumindest noch einmal wiederholt. Und wir sind jetzt immerhin schon nach Schließung der Wahllokale. Das letzte Wahllokal hat in Alaska vorhin geschlossen. Also das ist schon eine ernstzunehmende Situation. Kurze Prognose dazu. Die ersten Klagen gegen die Wahlen sind eingereicht worden. Ich glaube, in Pennsylvania ging es los. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen werden wir Juristenschlacht sehen, vor den Gerichten ausgetragen. Und ich würde tatsächlich nicht ausschließen, aber das hat nicht so viel mit Donald Trump zu tun, dass letztlich und letztinstanzlich der United States Supreme Court auch wieder mal wie 2001 über das endgültige Wahlergebnis entscheiden wird. Ja, vielen Dank, Frau Freitag. Eine schwierige Situation, ein Verfassungskonflikt.
Die Situation fokussiert sich natürlich sehr auf die Präsidentschaftswahl. Dazu würde mich natürlich auch Ihre Einschätzung interessieren. Mich würde aber auch interessieren, gerade weil Sie auch stellvertretende Vorsitzende der USA-Parlamentariergruppe sind, wie Ihre Einschätzung zu den beiden Wahlen ist, die so ein bisschen im Hintergrund stehen. Es werden ja gleichzeitig auch noch das amerikanische Repräsentantenhaus gewählt und ein Teil des amerikanischen Senats. Das spielt ja auch eine große Rolle, auch für die weitere Entwicklung der Vereinigten Staaten. Da würde mich auch Ihre Meinung zu interessieren. Ja, lassen Sie mich mit Ihrem ersten Ansatz anfangen. Ich hätte mir auch einen fröhlicheren Morgen gewünscht. Ich glaube, das wird niemanden überraschen. Ich teile die Einschätzung von Herrn Bayer, dass wir uns möglicherweise, also nicht wir, aber die Vereinigten Staaten sich vor den Gerichten wiedersehen. Die Ankündigung von Trump vor den Supreme Court zu ziehen, überrascht, glaube ich, niemanden. Im Prinzip war das ja eine Ansage mit Vorlauf. Trump hat seit Wochen eigentlich die Bedeutung der Briefwahl versucht in Zweifel zu ziehen, vor allen Dingen die Rechtmäßigkeit der Briefwahl. Und das war eigentlich jedem klar, dass er bei einem knappen Ergebnis so reagieren würde. Von daher bin ich noch nicht mal so sicher, dass wir in den nächsten Tagen tatsächlich wissen, wie diese Wahl tatsächlich ausgegangen ist. Das macht mir auch große Sorgen mit Blick auf die amerikanische Gesellschaft. Ich habe heute Morgen im Fernsehen gesehen, dass in Washington die ersten Bürgerinnen und Bürger auf die Straßen gehen. Und so richtig weiß man, glaube ich, nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Diese Gesellschaft ist gespalten. Und egal, wer Präsident wird, sie wird auch auf lange Zeit gespalten bleiben. Zu Ihrer zweiten Frage. Ja, natürlich in der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe versuchen wir immer gute Beziehungen, persönliche Beziehungen aufzubauen zu Vertretern beider Parteien. Also ich denke, das ist in einem demokratischen System ohnehin das Normalste der Welt. Aber ich teile zum Beispiel nicht ganz die optimistische Einschätzung von Wolfgang Ischinger, der eben von der Unabhängigkeit der Senatoren und Senatorinnen gesprochen hat. Wir haben in den letzten 4 Jahren sehen müssen, wenn es darauf ankommt, stehen die zu ihrem Präsidenten. Da hat es 1, 2 Situationen gegeben, wo das nicht der Fall war. Aber ansonsten hat er sich darauf verlassen können. Und deshalb ist das natürlich unglaublich wichtig, wie die Wahlen zum Senat ausgehen. Sie haben es erwähnt, rund ein Drittel wird neu gewählt. Aber wir haben zum Beispiel schon mitbekommen, dass McConnell und Graham wiedergewählt worden sind, 2 der glühendsten Unterstützer von Trump. Also es wird alles in allem nicht einfacher, aber die Parlamentariergruppe versucht, stabile Beziehungen auch natürlich zum Schutz der noch vorhandenen transatlantischen Beziehungen zu halten und aufzubauen. Ja, vielen Dank. Sie sagten, die Senatoren stehen zum Präsidenten. Das hat sich ja zuletzt auch gezeigt bei der Nominierung von Amy Coney Barrett zum amerikanischen Supreme Court. Sie hat da eine Mehrheit erhalten. Herr Kleine-Brockhoff, im Kontext dieser Nominierung von Frau Barrett wird wahrscheinlich auch zumindest medial in den nächsten Wochen der Versuch von Trump gesehen, jetzt zum Supreme Court zu gehen, den er gerade angekündigt hat. Wie bewerten Sie diese Situation, die juristische Lage einerseits, aber auch, was bedeutet das für das Gesamtgefüge der amerikanischen Demokratie? Herr Bayer hatte das ja gerade angekündigt, hatte angespielt auf die Entscheidung Bush v. Gore, das im Jahr 2000, die eine der umstrittensten Entscheidungen des amerikanischen Supreme Court ist. Glauben Sie, dass wir eine ähnliche Situation bekommen? Und was bedeutet das für die Demokratie in den USA? Das kann man schwer vorhersagen. Frau Freitag hat es zu Recht gesagt, das war ein Verfahren mit Ansage. Im Übrigen nach dem Stand der Dinge auch zunächst mal unnötig. Warum macht er das? Er könnte jetzt auch mal 48 Stunden abwarten, denn es sieht ja gut aus für ihn. Das heißt also, da drin wird auch im Grunde auch schon der Charakter dieser nächsten Präsidentschaftsphase, sollte es zu der kommen, sichtbar. Was das Verfassungsgericht und überhaupt die gesamte Verfassungsfrage angeht, so hat die amerikanische Bevölkerung ja in den letzten
Wochen einer Art Zivilkundeunterricht erhalten darüber, was die Verfassung so alles beinhaltet, wenn es unklare Ergebnisse geben wollte. Der Hinweis auf die Wahl von 1876, was passiert, wenn bis zur Zertifizierung der Wahlmänner kein Ergebnis da ist. Also das hat man jetzt alles durchgenommen. Und nun kommt es mit Ansage zu dieser Verfassungsauseinandersetzung, die sich sehr schnell auswachsen kann in eine Verfassungskrise. Und wie die Bevölkerung darauf reagiert, ist völlig unvorhersehbar. Jetzt ist es natürlich so, weil die Demokraten hinten liegen, dass die Protestierer eher auf der Linken stehen werden. Allerdings muss ich natürlich auch das beiden Lager fragen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und zwar unabhängig von dem Wahlausgang. Denn wenn man mal anguckt, was heute Nacht passiert zu sein scheint, so ist doch wenig von dem eingetreten, was vorhergesagt worden ist. Ja, vielen Dank. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da passiert? Das ist natürlich auch eine Perspektive, die sich in Deutschland viele fragen. Ich glaube, die Umfragen in Deutschland, was die Präferenzen angeht für den amerikanischen Präsidentschaftswahl, sind ziemlich eindeutig. Und insofern auch an Sie, Herr Bayer, einmal die Frage, was bedeutet das eigentlich für das Verhältnis der Gesellschaften, also der amerikanischen Gesellschaft und der deutschen Gesellschaft zueinander, wenn man doch offensichtlich in bestimmten politischen Fragen eine sehr gespaltene amerikanische Gesellschaft sieht und eine deutsche Gesellschaft dem gegenübersteht, die dort doch ziemlich eindeutig zu einem von beiden Kandidaten tendiert. Was bedeutet das für das transatlantische Verständnis und wie kann man die transatlantischen Beziehungen trotz dieser Divergenzen in Zukunft besser auch gesellschaftlich gestalten? Ich glaube, diese wirklich völlig unterschiedlichen Einschätzungen von den Amerikanern, wie das transatlantische Verhältnis von dort aus gesehen wird und von den Deutschen, wie die Amerikaner gesehen wird, das lässt sich damit erklären, dass wir einfach viel zu wenig voneinander wissen. Wir haben über Jahrzehnte vielleicht sogar hinweg, mal mindestens die letzten beiden Jahrzehnte, viel zu wenig investiert in das transatlantische Verhältnis. Und ich meine jetzt nicht Geld ausgeben, sondern wirklich Interesse. Es wird ja häufig gesagt, dass wir uns so ein bisschen bequem hier gemacht haben unter dem amerikanischen Schutzschirm. Ich glaube, da ist viel Wahrheit dran, aber das geht nicht nur ins Militärische rein, sondern wissen Sie, als ich 2009 in den Bundestag gewählt worden ist, da hat sich zumindest in meiner Fraktion, als es darum ging, wer ist für was Berichterstatter, als die Welt aufgeteilt wurde, ich war politischer Quereinsteiger. Ja? Ich habe ja bis zum Schluss in Anwaltskanzleien gearbeitet und da durfte der politische Frischling, der dachte, transatlantische Beziehungen sind so fast die Königsdisziplin, durfte das machen. Seit 11 Jahren bin ich Hauptberichterstatter für diese Thematik. Keiner wollte das machen, das sage ich auch. Ich wollte es und war völlig überrascht, dass kein anderer sich dafür interessierte. Ich sage das deswegen, weil es zeigt, dass wir wirklich zu wenig uns damit beschäftigt haben, was heißt eigentlich Transatlantik, wie sieht die Zukunft von transatlantischen Beziehungen aus? Wir alle reden seit Jahrzehnten immer über Shared Values und so weiter. Das stimmt ja, alles richtig. Aber wir müssen uns mehr wieder dem widmen, wo sind vielleicht gemeinsame Interessen? Und ich rede jetzt nicht nur zwischen den politischen Bubbles in Berlin, Brüssel und Washington. Das ist viel zu kurz gegriffen. Es ist gerade jetzt, auch schon von vor 4 Jahren beginnend, eine unglaublich spannende Zeit, sich der amerikanischen Bevölkerung, Land und Leuten zuzuwenden. Ich sehe leider viele, die sich jetzt da gar nicht mehr so richtig für interessieren, vielleicht noch weniger als 2009, weil sie sagen, das ist ja alles schlecht, ist alles schlimm. Nein, gerade jetzt kommt es drauf an. Es ist spannend, einfach dieses Unverständnis, die Missverständnisse, Ignoranz, die wir über den Atlantik miteinander haben, zu beseitigen. Ich kann nur dazu raten, Leute, fahrt ins Land rein, erkundet Land und Leute in Amerika. Es gibt so viel zu entdecken und das hilft, glaube ich, auch wirklich, dass die Zivilgesellschaften sich deutlich besser verstehen, dass wir nicht so überrascht werden von einem Donald Trump, der mich jetzt im Moment gar nicht so sehr interessiert, sondern es geht um Land und Leute. Und vielleicht eine abschließende Bemerkung dazu, was wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Ja, der US-Präsident ist der US-Präsident und damit the most powerful guy on this planet. Das heißt, den kannst du nicht ignorieren. Aber das ist doch auch hat zu diesem Zerrbild der Stimmungslage, wie die Deutschen die Amerikaner sehen, beigetragen, weil einfach Amerika größtenteils ausgeblendet wurde und alles von Donald Trump überlagert wurde. Das sollten wir nicht wieder machen, diesen Fehler. Vielen Dank. Ja, ein Zerrbild. Die Gesellschaften müssen sich näher kennenlernen, müssen auch sich intensiver austauschen. Frau Freitag, welche Ansätze, welche Ideen haben Sie, um das transatlantische Verhältnis
noch weiter zu intensivieren, um diese Missverständnisse auszuräumen. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Austauschformate. Ich glaube, Sie selbst sind auch mit einem intensiv beschäftigt. Insofern frage ich mich, was könnte man da Neues machen? Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Naja, erstmal natürlich die bewährten Strukturen aufrechterhalten. Also Sie haben ein besonderes Austauschprogramm angesprochen, das ist das sogenannte Parlamentarische Patenschaftsprogramm zwischen dem Kongress und dem Deutschen Bundestag. Das ist ein weltweit einmaliges Programm, getragen von den Parlamenten zweier Länder. Aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich stelle zunehmend in den letzten ein, zwei Jahren fest, dass mich Eltern fragen, können wir unsere Kinder, die sind dann 15, 16, wenn die für ein Jahr in die USA gehen, können wir die unter diesen Umständen überhaupt noch dorthin schicken? Also da merke ich schon eine gewisse Skepsis, wobei man natürlich sagen muss, und das haben wir alle drei erlebt, es gab immer diese Ups and Downs in den transatlantischen Beziehungen. Wenn wir mal 20, 30 Jahre in unserem Land zurückdenken, da hatten wir auch gewisse Probleme. Also ich bin nicht pessimistisch, aber ich glaube, wir müssen sehr viel tun und über Jugendaustauschprogramme hinaus, die natürlich ihre Berechtigung haben. Nach wie vor sagen auch viele junge Studierende, sie wollen in den USA studieren. Aber das ist natürlich nicht die alleinige Lösung. Wir dürfen eins nicht vergessen. Die amerikanische Gesellschaft wird in 25 Jahren etwa anders aussehen als jetzt und in der Vergangenheit. Sie wird dann nämlich in der Mehrheit keine europäischen Wurzeln mehr haben. Das darf man bei der Betrachtung nicht vergessen. Heute haben wir ja noch Bundesstaaten, wo der übergroße Teil der Bevölkerung europäische Wurzeln hat, aber mit zunehmender Migration aus anderen Bereichen, aus anderen Teilen der Welt wird sich das natürlich gravierend verändern. Und auch das wird zumindest solche Dinge nicht einfacher machen in der Zukunft. Wenn ich da ganz kurz, das spiegelt sich ja auch nicht nur in der Gesellschaft dann wieder, das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, den Dagmar Freitag gibt, sondern das reflektiert sich ja auch zunehmend auf dem Hill im US Congress. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Abgeordnetenkollegen im Senat oder im Haus werden zunehmend weniger transatlantische Wurzeln eine besondere Bedeutung beifügen, weil sie gar nicht ihre Wurzeln nach Deutschland oder in anderen Teilen Europas herleiten, sondern in Asien, Hispanics, wo auch immer. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der kommt. Und das hat wenig bis nichts mit Donald Trump zu tun. Ja, und das transatlantische Wurzeln ist das Stichwort. Ich darf nämlich eine weitere Teilnehmerin unserer Runde begrüßen mit transatlantischen Wurzeln, Catherine Klüver-Ashbrook. Ist uns zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sie sind Executive Director des Future of Diplomacy Projects und des Project on Europe and the Transatlantic Relationship an der Harvard Kennedy School. Sie haben internationale Beziehungen an der Brown University, European Studies an der LSE studiert und einen MPA der Kennedy School. Und Sie haben unter anderem für CNN und den European Policy Center in Brüssel gearbeitet. Also herzlich willkommen in dieser Runde. Dankeschön. Vielleicht erstmal vorab, ich hatte am Anfang auch die anderen nach der Einschätzung der aktuellen Situation gefragt. Wie sehen Sie im Moment die Lage in den USA und was glauben Sie, wie Deutschland darauf reagieren sollte, gerade angesichts der sich doch abzeichnenden Konflikte zwischen dem Trump-Lager und dem Biden-Lager über die weitere Vorgehensweise, was die Auszählung der Stimmen angeht? Also erstmal schicke ich Ihnen schöne Grüße aus Hamburg, wo ich mir die Nacht bei der ARD um die Ohren geschlagen habe. Daher auch dieser wunderschöne Hintergrund aus meiner Garderobe noch. Ich schaue mit ganz, ganz großen Sorgenfalten in das Land, in dem ich jetzt wieder seit 12 Jahren lebe, nämlich in die USA. Wir haben jetzt gerade in der letzten Stunde und noch mit der Rede des Präsidenten erlebt, wie sich genau das Playbook abspielt, was die Republikanische Partei, gerade die Strategen um Donald Trump, sich zurechtgelegt haben, nämlich erstens eine ganz andere Geschichte zu erzählen, als es vielleicht dann gegebenenfalls die Wahlstimmen am Ende hergeben, sich de facto schon zum Sieger zu erklären, wieder zu sagen, diese Wahl kann nur verloren gegeben werden, wenn es Fusch am System gibt. Also wieder diese tiefe Diskreditierung der eigentlich amerikanischen Demokratie. Das steuert gegebenenfalls direkt auf eine von ihm gewollte konstitutionelle Krise hin. Da müssen natürlich noch verschiedene Faktoren reinkommen. Das können wir jetzt lange besprechen und
Da habe ich mich darauf gut vorbereitet und ich bin in der Tat etwas doch schockiert, dass wir wirklich an diesen Scheideweg gekommen sind heute Morgen, dass es doch denkbar knapp sein könnte, dass der Präsident versuchen wird, gerade die legitimen, gesetzlich nochmal eigentlich geschützt und auch von Gerichten und von der Justizebene der einzelnen föderalen Staaten geschützte Wahlauszählung gegebenenfalls behindert werden soll. Also, dass wir wirklich an diesen Schnittpunkt gekommen sind, das enttäuscht mich doch tief. Jetzt haben die Kollegen schon verschiedentlich angesprochen, was machen wir, wenn im Grunde genommen aus dem Skelett der amerikanischen Demokratie, aus dem ja schon die Normen fast herausgeblutet sind über die letzten 4 Jahre und die Institutionen vielleicht nicht in der Tragfähigkeit halten, wie wir sie uns wünschen würden von einer amerikanischen Demokratie, mit der wir uns in Deutschland fast genetisch verbunden fühlen, was machen wir dann? Und ich glaube, der Ansatz ist ein richtiger, den meine Vorredner angesprochen haben, jede Ebene des Dialogs suchen, gerade auch in der Vorbildfunktion, umgekehrt des demokratischen Systems nochmal reinzuwirken. Heute ist auch der Tag, an dem die USA das Pariser Klimaabkommen verlassen. Und Peter Bayer hat es angesprochen, 287 Bundesstaaten, Städte, Privatakteure haben sich zusammengeschlossen in America's Pledge und die wollen weiterhin die Ziele des Pariser Klimaabkommens aufrechterhalten. Also selbst eine Interessenpolitik wäre gegebenenfalls noch mit diesen Subelementen möglich. Aber wenn die Demokratie wirklich drastisch behindert ist, wenn wir vor einer konstitutionellen Krise in den USA stehen, dann ergeben sich ganz, ganz große fundamentale Fragen auch für das transatlantische Bündnis, für die Integrität der NATO und für das Zusammenarbeit im multilateralen Institutionengefüge. Und das sind dann doch größere Fragen, als dass wir sie kitten könnten mit einem verstärkten strategischen Austausch von subregionalen oder beziehungsweise Exekutivebenen. Das wird sich so nicht retten lassen. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt Herrn Bayer verabschieden, noch eine Frage aus der Zoom-Konferenz, und zwar von Roderich Kiesewetter. Er fragt Herrn Bayer, beziehungsweise er sagt zunächst, dass er für einen Neustart der transatlantischen Beziehung plädiert und fragt Herrn Bayer, von wem dieser Neustart ausgehen sollte. Gemeinsam von Merkel und Macron oder von der EU-Spitze? Herr Kiesewetter meint, dass das eine wichtige Initiative wäre und fragt Sie, was Sie denken darüber. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die nicht abgestimmt war. Lieber Roderich, grüße dich von hier aus. Zwei Dinge sind da wichtig. Das eine sind natürlich die Inhalte. Da müssen wir ein inhaltlich programmatisches Angebot an uns selbst, an unsere europäischen Partner und auch an die transatlantischen Freunde machen. Und das führt mich direkt zu einem zweiten Punkt, der dann auch schon darauf zielt, der sagt, wir müssen hier in Deutschland zunächst einmal für uns klar werden, wie rütteln wir uns eigentlich zusammen. Und ich will dahin gehen, Roderich Kiesewetter weiß das und einige anderen auch, ich bin auch nicht der Erste und Einzige, der das fordert, eine Art nationalen Sicherheitsrat. Ob man das Ding so bezeichnen muss oder nicht, ist mir egal. Worauf es mir im Kern ankommt, das halte ich für eine absolute Grundvoraussetzung für inhaltliche Politiken, die wir hier ausarbeiten. Die Arbeitsweise, Struktur und Arbeitsorganisation der Bundesregierung ist Jahrzehnte alt, geht auf Adenauers Zeiten noch zurück. Und seit Adenauers Zeiten hat sie sich irgendwie 2-3 Mal ist sie marginal angepasst worden. Das passt ja gar nicht mit den geänderten, nicht nur geänderten transatlantischen Realitäten, sondern mit den geänderten Realitäten auf der Welt zusammen. Wir haben andere Herausforderungen. Da können wir nicht arbeiten, so wie früher. Was ich sagen will, ist, wir brauchen dringend eine bessere Koordinierung der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Energie-, Sicherheitspolitik, Außenwirtschaftspolitik in einer Art Gremium, das man meinetwegen mit nationalem Sicherheitsrat bezeichnen kann. Das ist ganz entscheidend. Ansonsten brauchen wir erst gar nicht anzufangen. Vielen Dank, Herr Bayer, und vielen Dank, dass Sie sich für heute die Zeit genommen haben. Herr Kleine-Brockhoff, im Vorfeld dieser Wahl gab es in vielen Talkrunden und Diskussionsrunden oft die Einschätzung, dass im Hinblick auf deutsche Außenpolitik sich gar nicht so viel ändern würde. Es gab dann immer so das Narrativ, ja, die Anforderungen an Deutschland werden ähnlich bleiben, egal ob es jetzt eine Biden-Administration oder eine Trump-Administration ist. Trifft das tatsächlich zu oder ist es nicht so? Wir haben schon mal das Stichwort Klima-Außenpolitik genannt. Man könnte auch die Stichworte Verhältnis zu Russland nennen.
dass es doch und vor allem auch im Stil signifikante Unterschiede gäbe zwischen Trump und Biden in der Außenpolitik und damit auch im Verhältnis zu Deutschland. Nein, das trifft nicht zu und es hat schon vor 4 Jahren nicht zugetroffen und alle klugen Leute haben einem vor 4 Jahren auch schon gesagt, dass sich in der Außenpolitik nichts ändern würde und das Gegenteil ist eingetreten. Und sie haben das auch getan, besonders solche, die Amerikaner, die natürlich dem Präsidenten nahestehen, die wollen sozusagen die Stabilität der mit der Stabilität der Außenpolitik die Brüche, die durch diese Regierung, von dieser Regierung ausgegangen sind und jetzt weiter ausgehen werden, sollte es zu der Wiederwahl kommen, kleinreden. Das Gegenteil ist passiert und das Gegenteil, meine ich, würde auch jetzt geschehen, würde Trump wiedergewählt. Es würde ja einen Turbo-Effekt geben. Der Mann sieht sich ja geradezu durch eine Vorsehung aus ganz ungewöhnlicher Situation kommend, von hinten, weit von hinten kommend, zum Sieg getragen. Der Bestätigungscharakter dieser Wahl wäre ganz gewaltig und er würde Wellen haben. Wir sehen ja, dass der Populismus ist nicht gebremst, schon gar nicht geschlagen. Auch der außenpolitische Populismus ist nicht nur nicht gebremst, sondern er hat, und zwar egal wie der Wahlausgang ist, hat Rückenwind erhalten heute Abend. Natürlich, wenn Biden gewählt würde, wie knapp auch immer, würde das gebremst sein. Aber wir haben weiterhin die gespaltene Nation gesehen und wir müssen uns mit Dominoeffekten in Europa beschäftigen. Man hat doch jetzt gesehen, man hat die Chance, wiedergewählt zu werden. Und das wird auch noch ein paar Nachahmer finden. Und das wird auch ein paar Leute in Europa ermutigen, Pfade zu gehen, die mit der europäischen Integration nicht unbedingt konform gehen werden. Vielleicht eine kurze Nachfrage, Stichwort andere europäische Nachbarn. Es gibt ja auch zum Beispiel Stichwort Polen, Nachbarn, die mit der Trump-Administration ein anderes Verhältnis hatten als vielleicht andere westeuropäische Staaten, was dann auch Konsequenzen hatte im Hinblick auf den Truppenrückzug und mögliche Truppenverlagerung. Wie bewerten Sie den Ausgang der US-Wahl, je nachdem wie er ausgehen sollte, gerade auch im Hinblick auf den gesamteuropäischen Kontext? Ja, unsere Politik ist in dieser Hinsicht immer so appellativ. Jetzt sollte Europa aber zusammenstehen. Das Gegenteil ist ja aus den vergangenen 4 Jahren besichtigbar. Wir haben ja erlebt, welche Spaltungskraft diese amerikanische Administration für Europa gehabt hat und dass die Antwort Europas die Vielgestaltigkeit der Zugänge ist und nicht die Einigkeit. Und das sehen wir zum Beispiel allein schon im Weimar-Format. Wenn Sie sich die Polen angucken, die Polen haben einen Umgang mit Donald Trump gepflegt, den man mit strategischer Umarmung bezeichnen müsste. Die Franzosen setzen auf strategische Souveränität, die Bundesrepublik auf strategische Geduld. Jetzt deklinieren Sie das mal bei einem Wahlsieg von Donald Trump weiter. Für Polen war Donald Trump gut. Wir haben letztens in Warschau ein Seminar gemacht mit polnischen Außenpolitikern. Die Wiederwahl von Donald Trump würde als die wünschenswerte Option gesehen in Warschau. Und die größte Gefahr einer Wiederwahl Donald Trumps aus polnischer Regierungssicht wäre eine erratische, unkalkulierbare, abwendende Reaktion aus Deutschland. Das wäre die eigentliche Sorge, die man in Polen haben würde. Insofern haben wir mindestens 3 Europas beim Blick auf Amerika, denn die meisten anderen europäischen Länder gruppieren sich so um diese Camps herum. Und die Frage ist, werden wir jetzt eine Bilateralisierung der Verhältnisse zu Europa sehen von einigen, den Versuch, klassische Integration andererseits zu betreiben und im dritten Fall den Begriff der europäischen Souveränität, der aus meiner Sicht problematisch ist, weil ein Souveränitätsbegriff misszuverstehen scheint, jedenfalls für eine Konföderation wie die Europäische Union oder eine Staatengemeinschaft besser gesagt. Jedenfalls das ist meine Sorge, dass wir den Spaltungsprozess und den Fragilisierung und Friktionsprozess in Europa durch den gestrigen Abend vermutlich eher gestärkt werden sehen, sollte es zur Wiederwahl kommen. Ja, vielen Dank. Hinter diesen ganzen Diskussionen, auch um die Diskussion einer starken Stimme Europas, einer weltpolitischen Stimme Europas,
hängt ja noch eine weitere Debatte, nämlich eine Debatte um den Beitrag Deutschlands zur Sicherheitspolitik, konkret die Debatte um den Beitrag Deutschlands zur NATO. Und das ist ja nicht nur eine außenpolitische Frage, sondern auch eine innenpolitische Debatte. Und da möchte ich Sie gerne fragen, Frau Freitag, je nachdem, wie die Wahl ausgeht, sehen Sie, dass in dieser Debatte neue Bewegung kommt, auch was das Budget des Verteidigungsministeriums angeht? Oder sagen Sie, das ist eine Debatte, die rein innenpolitisch ist, die eigentlich nichts damit zu tun hat, wer gerade amerikanischer Präsident ist? Naja, eigentlich trifft Letzteres zu, denn die Forderung ist ja alt. Man muss ja wissen, dass Trump nicht der Erste war, der von Deutschland einen höheren Beitrag in Verteidigungsleistungen gefordert hat. Das war unter der Obama-Administration auch schon der Fall. Ich glaube, die Vereinbarung ist irgendwie aus dem Jahr 2014, dass man sich mal auf diese 2% geeinigt hat, ist auch innenpolitisch nicht ganz unumstritten. Und ich halte auch die Bezugsgröße, nämlich das BIP, nicht für sinnvoll. In dem Moment, wo es sinkt, erreichen wir natürlich mit steigenden Verteidigungsausgaben auf einfachste Art und Weise diese 2%, im Moment noch nicht ganz. Ich glaube, dass auch in Deutschland angekommen ist, dass wir uns grundsätzlich mehr Gedanken auch um die eigene Sicherheit machen müssen. Ich sehe nur noch wenige Stimmen in der deutschen Politik, die das nicht so unterschreiben würden. Ob man das jetzt an diesen ominösen 2% dauerhaft festmachen muss, ist sicherlich eine andere Frage. Aber unabhängig davon, wer in nächsten Tagen jetzt amerikanischer oder als amerikanischer Präsident feststehen wird, eine Forderung nach einem erhöhten Beitrag Deutschlands wird bleiben. Und ich glaube auch, dass das eine vernünftige Forderung ist. Denn wir haben ja gesehen, welches Verhältnis Präsident Trump zur NATO hatte. Da war ja das Portfolio auch breit, von die NATO ist obsolet bis die deutschen Schulden der NATO, wer weiß wie viel Geld. Da war ja so ziemlich auch alles dabei, was man aufbieten konnte. Und von daher glaube ich, sind wir in Deutschland, aber auch in der EU gut beraten, wenn wir uns um Verteidigungs- und Sicherheitspolitik unsere eigenen Gedanken machen. Frau Klüver-Ashbrook, an Sie noch eine Frage. Wir sind ja von Donald Trump eine Reihe von Überraschungen gewohnt in der Innenpolitik der amerikanischen, aber auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Deshalb die Frage, was glauben Sie, wenn Donald Trump Präsident bliebe, auf welche Überraschungen müsste sich Deutschland in der Außenpolitik in den nächsten 4 Jahren gefasst machen und umgekehrt? Wenn Biden gewinnen würde, was würde die Deutschen dann überraschen? Also was könnte passieren, womit wir noch gar nicht rechnen, was wir nicht auf dem Schirm haben und was uns in positiver oder auch in negativer Hinsicht dann entgegenkommen wird? Also ich fange vielleicht mal hinten an. Ich glaube, uns könnte vielleicht überraschen, weil, wie jetzt schon angeklungen ist, gehen wir doch ja sehr vorsichtig um. Also wird ja in den Berliner Kreisen oder wurde in den Berliner Kreisen immer spekuliert, es könnte sich gar nicht so viel ändern. Da gibt es vielleicht mal ein kurzes Gipfeltreffen und dann fokussiert sich eine Biden-Administration auch komplett auf China. Ich arbeite sehr, sehr eng mit dem Beraterteam von Joe Biden zusammen und die haben sehr wohl verstanden, dass gerade in Deutschland, aber auch in anderen Teilen, gerade Westeuropas, doch ein Anti-Amerikanismus grassiert und eine Äquidistanz auf einmal aufkommt. Das haben wir in der Körper-Umfrage von vor einigen Monaten gesehen. Wo eine Äquidistanz auf einmal zu China hingestellt wird. Also wer ist jetzt eigentlich wichtiger, die USA oder China für die Deutschen? Das hat eine mögliche Biden-Administration, aber auf jeden Fall ein Biden-Beraterteam sehr wohl verstanden. Das heißt, es wird natürlich gemunkelt, dass ein erster Auslandsbesuch, aber eben auch mit einem wirklich tiefen strategischen Dialogangebot von vornherein, quasi erst nach Berlin und dann nach Brüssel, aber natürlich erst der Handschlag nach Berlin sein muss. Denn die Gruppe um Joe Biden hat schon verstanden, welche wichtige Scharnierfunktion und gerade zentrale und zentrierende Funktion Deutschland
auf Deutschlands Schultern lasten wird in dieser neu aufgestellten geostrategischen Europäischen Union, wenn man so möchte. Also da müsste Deutschland ja weiterhin das Zepter in der Hand behalten. Da tut sich ja auch einiges mit der Indo-Pazifik-Strategie. Wir haben besprochen, vielleicht könnte ein nationaler Sicherheitsrat kommen. Also Deutschland arbeitet relativ schnell nach. Das hat eine Joe Biden-Administration verstanden. Das heißt, ich glaube, selbst wenn es wichtig wird, dass Berlin dranbleibt, könnte man sich doch einiges mehr von dieser Partnerschaft mit einer Joe-Biden-Präsidentschaft versprechen, als man es sich vielleicht zugesteht. Umgekehrt ist, glaube ich, bei Donald Trump sind alle Fragen offen. Es wird intern natürlich im Kongress diskutiert, was passiert eigentlich mit dem War Powers Act? Wer darf eigentlich entscheiden, ob Amerika wieder in eine Art, also in einen Krieg ziehen könnte? In welcher Weise kann man? Und wenn wir wieder die Konstellation haben, dass der Senat in republikanischer Hand bleibt, der Kongress in demokratischer und Donald Trump der Präsident ist, dann haben wir doch sehr viel gesehen, wie versucht wurde, zumindest im Kongress oder auf bicameral und bipartisan Ebene versucht wurde, den außenpolitisch schlecht gesteuerten Reflexen eines Donald Trump in irgendeiner Weise durch Checks and Balances dagegen zu lenken. Das könnte noch für Überraschungen sorgen, aber das Schlimme ist bei Donald Trump, und da mache ich mir dann wirklich Sorgen, ich war gerade in einer anderen Telefonkonferenz mit Sebastian Groth, dem Chef des Planungsstabs des Auswärtigen Amts, dass vielleicht doch noch nicht genug nachgeplant worden ist im Sinne der Szenarien- und Strategiemalung innerhalb eines deutschen Außenministeriums, aber auch als Teil eines EEAS unter Josep Borrell in Brüssel, was da alles noch auf Europa und auf Deutschland zurollen könnte. Da würde ich mir wünschen, dass da wirklich schnell nachgezeichnet wird. Denn wie gesagt, ich glaube, auf Deutschland kommt gegebenenfalls die Funktion des Muscle Memories, nenne ich das immer, also des wirklichen reflexartigen Verteidigens der Integrität des Multilateralismus zu. Und das wird doch eine ziemliche Last auf deutschen Schultern, wo dann auch wirklich viel getan werden müsste und viele Ressourcen motiviert werden müssten. Ja, zum Abschluss dieser Runde noch eine Frage aus der Zoom-Konferenz mit der Bitte um kurze Antworten. Ich würde die Frage einfach an alle drei Panelisten richten. Sie ist nämlich genau die Schnittstelle zwischen Außen- und Innenpolitik, mit der wir uns hier beschäftigen. Und zwar fragt Noah Barkin, könnte ein Trump-Sieg das Ergebnis bei der Bundestagswahl in 2021 beeinflussen? Und wenn ja, wie? Frau Freitag. Das will ich nicht ausschließen. Es wäre ja eine Bestätigung, dass man mit Verachtung von demokratischen Werten, auch Institutionen, mit extrem radikalen und verächtlichen Äußerungen erfolgreich sein kann. Und das ist genau das, was ich ja auch im Bundestag seit 2017 erlebe, dass Vertreter oder Vertreterinnen der AfD sich dort ähnlich aufführen. Und ich vermute fast, dass das eine Art Ermunterung sein könnte, genau in dieser Art und Weise zu agieren, nach dem Motto, schaut mal, das kann ja Erfolg haben. Also ich mache mir da große Sorgen. Herr Kleine-Brockhoff. Naja, also stilistisch wird es das auf jeden Fall beeinflussen. Man hat ja jetzt gesehen, dass die Politik der Männlichkeit, des Vorpreschens, des Führens, des Behauptens, dass die unheimlich gut anzukommen scheint. Und da wird es Nachahmer geben. Und man kann sich ja auch schon vorstellen, wer hier die Nachahmer sind, die ja auch schon im Bundestag vertreten sind. Das heißt also die Polarisierung, ich glaube, dass das ein Polarisierungsschub auch für unser politisches System geben werden. Das wäre erstmal die erste Folge. Die zweite Folge ist natürlich, dass wir eine Auseinandersetzung über das transatlantische Verhältnis haben können. Denn die Frage, die Roderich Kiesewetter gestellt wird, wie machen wir das eigentlich jetzt besser und wie packen wir das neu an? Da gibt es auch ganz andere, die sagen würden, da gibt es nichts anzupacken. Lass uns mal weglaufen. Das heißt also, ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass das ein Wahlkampfthema werden wird, wo Leute
der Ansicht sind, dass man sich darüber auseinandersetzen muss. Und das letztlich muss man ja fast sagen, auch irgendwie zu Recht. Denn man darf nicht unterschätzen. Also ich bin sehr dagegen, dieses Ergebnis der heutigen Nacht oder die schon vorhandenen Ergebnisse kleinzureden. Wir haben es in der Folge zu tun mit einer strategischen Krise der Bundesrepublik, weil der Rückversicherungscharakter der europäischen Einigung, von der niemand mehr profitiert als die Bundesrepublik, durch diese Wahl, sollte Trump gewählt werden, in Frage gestellt sein wird. Und das kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass das Folgen in unserem politischen System haben wird. Und Frau Klüber-Eschbrook. Ich mache es ganz kurz, denn ich muss auch gleich schon wieder zum nächsten Termin. Aber ich würde das, was Herr Kleine-Brockhoff gesagt hat, quasi mit Blut unterschreiben. Denn wir werden eben das, was Sie schon angesprochen haben, im Bundestagswahlkampf ganz klar so eine Art Äquidistanz auch erleben. Ja, es wird Fraktionen geben, Stimmen geben, die sagen, nein, wir müssen jetzt den Ausgleich zu Russland suchen. Das liegt sowieso vor unserer Haustür. Oder sagen, nein, unsere Wirtschaftsinteressen, gerade in dem Wiederaufbau nach der Pandemie, die wird nur genesen, wenn wir uns doch stärker nach China orientieren. Ich meine, das sind gegebenenfalls für die Integrität des westlich-liberalen Systems. Und das meinte eben auch Thomas Kleine-Brockhoff mit der Rückversicherung in einen demokratischen Konsens oder Konzert eingebundenen Nationen. Ich glaube, das könnte sehr gefährlich werden, aber das wird in jedem Fall, würde ich auch sagen, parteipolitisch aufs Parkett kommen. Und das wird dann wiederum die großen Fragen stellen über die Leitlinien der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank. Ja, wir haben gesehen, dass uns die amerikanische Präsidentschaftswahl nicht nur in der Ergebnisfeststellung, sondern auch sicher in ihren Konsequenzen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland noch lange beschäftigen wird. Ich danke ganz herzlich den Panelisten hier. Es war eine sehr anregende Diskussion. Danke auch nach Hamburg. Und bedanke mich ganz herzlich auch bei Ihnen allen, die hier bei der Zoom-Konferenz teilgenommen haben und auch mitdiskutiert haben. Es hat uns sehr gefreut. Unsere Veranstaltung ist noch nicht beendet. Es geht heute Nachmittag weiter. Und zwar mit dem zweiten Teil unter dem Titel Good Morning America um 13.30 Uhr. Und ich danke nochmal ganz herzlich der Atlantikbrücke und dem German Marshall Fund für die wunderbare Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen noch alles Gute und bis bald.